Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, Liverpool zu Hause. You never walk alone gegen FC Arsenal. Mit Arsenal Wenger als Trainer gibt's Mertesacker, Koscielny, Debuchy, Wilshere, Özil, Flamini, Cazorla, Welbeck, Sanchez. Also ein bisschen geschwächt gegenüber das, was Arsenal normal spielen kann. Und auf geht's! Liverpool will Tabellenführer bleiben. Mit Reus, mit Luis Suarez. Wieder zurück bei Liverpool. Luis Suarez, 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 Suarez. Wird gefoult. Der wird da gefoult von Szczęsny. Das ist nicht... Es geht schon wieder so los wie beim wie mit Leipzig. Es gibt's doch nicht. Schiri. Klares Foul an Luis. So schon wieder. Ey, meine Fresse. Herren, nehmt meinen Spieler mal ein bisschen besser in Schutz. De Bruyne. Nein, Reus beim Freischuss. Der... War nicht so schlecht, wollte ich sagen, aber eine optische Täuschung. Kun Agüero mit der Führung für Manchester City. Die machen uns also Druck. Bislang sieht es aber bei uns auch gut aus. Khedira eigentlich auch ein klares Foul. Schiri sieht's nicht. Suarez auf Pedro in seinem ersten Spiel heute. Zurück auf Suarez, aber Koscielny dazwischen. Welbeck. Santi Cazorla. Cazorla. Aber abgeblockt. Welbeck. Danny Welbeck. Abgeblockt von Lucas Leiva. Dicker Fehlpass. Unnötig. De Bruyne kommt nicht ran. Welbeck darf spazieren gehen und trifft Gott sei Dank nicht. Oh Mann, ey. Hier ist was los. Kevin Trapp mit dem Abschlag auf... Ja. War nicht so gut. Özil. Welbeck. 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 Moreno blockt ab. Arsenal jetzt besser in der Partie. Wir finden eigentlich gar nicht mehr statt. Cazorla, Cazorla. Schlechte Flanke, Gott sei Dank. Aber es macht mir gerade ein bisschen Angst, was hier Arsenal zustande spielt. 67% Ballbesitz und wir kriegen nichts mehr geschissen. Pedro, vielleicht mal den Ball halten. Suarez. Luis Suarez wird gefoult, aber schießt im Foul das 1:0. Herrlich, dieser Typ. Einfach herrlich. Natürlich aufgrund des Spielverlaufs in den letzten Minuten etwas unverdient, aber ich denke, davor ging es in Ordnung. Bis zu der fragwürdigen Schiri-Entscheidung. Pedro ist durch. Müsste er eigentlich bekommen, aber so erstmal Einwurf. Stones auf Pedro. Der bringt die Flanke, aber Suarez natürlich im Abseits. Szczęsny, der den Suarez gefoult hatte, mit dem Abschlag. Gibbs, Cazorla, aber schön gestört von Stones. Suarez, Reus ist vorbei an Flamini, dann aber mit dem Fehlpass. Reus mit dem Foul. Wenn er abpfeift, muss es eigentlich die gelbe Karte geben. Gab es aber nicht. Wieder mal eine komische Schiedsrichterentscheidung. De Bruyne dazwischen. Ball mal halten, Jungs. Suarez schafft... Ja, Foul von Mertesacker. Warum gibt das denn nie Freistoß, Mann? Es ist immer dasselbe. Ich habe mich am Hinspiel auch schon dran erinnert, dass es genauso war. Dass Mertesacker einfach die Leute umrennt. Suarez vorbei, gehalten. Pedro im Nachschuss, 2:0. Tschüss, Arsenal. Ihr verdammten Penner, ey. Nicht Gunner, sondern Penner. Sorry, aber die Schiedsrichterentscheidungen regen mich einfach aus. Ich habe keine Probleme mit Arsenal, sind noch einer der sympathischeren Vereine von den Top-Vereinen in England. Im Gegensatz zu Manchester United und City sind sie wirklich sympathisch und Suarez gefällt mir richtig gut. Legt ab auf Reus, ja Mann, das ist doch wieder ein Foul gewesen eigentlich. Und warum schießt das Suarez? Oh, was ein Fehlpass von Trapp. Warum schießt das Suarez nicht? Gefährliche Grätsche. Da muss man auch mal hier langsam mal Maßnahmen ergreifen als Schiri. Khedira, super Pass auf Suarez. Der ist vorbei an Mertesacker. Schießt statt zu gehen. Mann, 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 Mann. Fehlpass. Sanchez darf durchspazieren. Welbeck.
Aber Kevin Trapp hat damit keine Probleme. Auch da, warum geht der Railback nicht noch durch? Khedira auf Reus, Marco Reus, aber abgefangen auf Suarez. Ja, Spiel ein bisschen hektisch hier, ein bisschen ungenau. Lebt von seinen Einzelaktionen. Das war definitiv kein Foul, aber dann wieder ein schlechter Ball von Reus. Also Passgenauigkeit bei uns ist unter aller Sau. Suarez, 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 Luis Suarez, Elfmeter. Elfmeter und Gelb für Koscielny. Wer tritt an? Reus macht das 3:0. Reus macht das 3:0. Ist, denke ich, einen Ticken zu hoch, weil Arsenal doch viel Anteil am Spiel hat. Aber mir ist das egal. Ne? Bin ich mal ganz der Gentleman und sag, wir haben uns das verdient. Manchester City führt, United führt und Chelsea führt. Aber wir können Arsenal auf Abstand halten. Schon mal einen Konkurrenten ausknipsen. Das ist okay. Das ist auch okay. Ja, wir sehen es an unseren Noten. Wir sind noch nicht so bombastisch unterwegs. Das geht definitiv besser. Nehme Reus mal raus und bringen Isco. Wir bringen Chan. Und den letzten Wechsel heben wir uns noch auf. So, Koscielny, Flamini. Was war das denn bitte? Da hing irgendwie der ganze Rechner. Ich habe auch ganz ehrlich da kein Foul gesehen. Und dadurch liegt sie jetzt hier nur noch 3-1. Ne? Das ist wieder ein Skandal gewesen. Da war kein Foul an dem fucking Fick-Fuck-Fotzen-Flamini. Da kannst du nicht cool bleiben. Das ist einfach nur scheiße, was der da pfeift. Mertesacker grätscht und rennt in der ersten Halbzeit meine Spieler über den Haufen und da gab's nix. Und jetzt ist nix und wir kriegen dann. Spiel doch Isco, Mann. Und wir kriegen dann direkt ein Gegentor durch so ein Bullshit, ey. Den Ball hätten wir dreimal abgefangen. Ecke ist ganz, ganz schlecht, aber Torwart ist auch schlecht. Chan wird gefoult. Pfeift nix und Suarez vergibt. Das ist doch nicht zu fassen, Mann. Es war auch wieder ein Foul an Chan und nicht mal einen Vorteil gab's, ey. Er trägt mich so auf, diese Schiris hier im Fußballmanager. Die machen mich fertig. Schöner Ball von Suarez und warum geht der Isco nicht noch? Khedira auch nicht so gut unterwegs. Aber der muss jetzt durchspielen. Wir holen stattdessen De Bruyne mal runter und schicken Nasri zum Startelf-Debüt für uns. Mal gucken, was da taugt. De Bruyne hat sich auch mal ein Päuselein verdient. Jetzt lasst ihn nicht noch näher rankommen, Jungs. Stones, Emre Can, Khedira, schöner Ball, leider ein Ticken zu lang. Sanchez, das dürfte easy zu verteidigen sein. Pedro, viel zu weit hinten für meinen Geschmack. Dann geht nämlich nach vorne nichts. Wenn der den Außenverteidiger macht. Cazorla, das Pace-Wunder. Sacco, wichtig dazwischen. Moreno hat es noch im Griff. Khedira. Isco verliert den Ball auf mega plumpe Art. Cazorla, Cazorla, Cazorla bringt die Flanke und Moreno geht da nicht vernünftig hin. Leute, ey. Lass die doch nicht zurück ins Spiel kommen. Wir hatten die schon im Griff, das gibt's doch nicht. Ramsey nun in der Partie für Wiltshire. Ich hätte mal an deren Stelle Flamini rausgenommen, aber soll mir recht sein. Suarez wird da brutal gefoult. Es gibt keine gelbe Karte, nix. Von hinten umgekriegt. Ich weiß, das ist so geil. Sacco, Isco. Jetzt spiel mal den Ball, Junge. Danke, aber der ist schlecht gespielt. So wird das nix, Isco. Deine Konkurrenz ist groß geworden. Du musst mal Leistung zeigen. Pedro. War schon besser, aber kommt auch nicht an. Nochmal Pedro. Kommt auch nicht an. Jungs, was spielt ihr denn gerade für Bälle? Wollt ihr mich verarschen? Nasri. Suarez, aber Chesney hält. 70. Minute, Ecke durch Isco, die ist gut. Und dann der Fehler von Chesney und Pedro macht sein zweites Tor.
Was ein Bock von Chesney. Wird ihm aber scheinbar nicht als Fehler angerechnet. Alles klar. Sanchez. Letzte Aktion für Sanchez. Super Parade von Kevin Trapp, nachdem Flamini da völlig frei war. Suarez. Schöner Ball auf Isco. Kein Abseits, kein Abseits. Pace durch, Junge. Pace durch, Pace durch. Pace durch und legt. Was ist das denn für eine Ablage, Mann? Mach es selber oder leg vernünftig ab, ey. Das gibt's nicht. Isco, du bettelst um deinen letzten Einsatz. Kann das sein? Stimmung ist auf jeden Fall überragend. Man hört das für Never Walk Alone. Suarez nochmal. Aber Torwart ohne Probleme. Also Isco gefällt mir nicht wirklich, muss ich sagen. Zu viel Bullshit-Aktion. Ja, klares Foul und er pfeift wieder keinen Freistoß. Es gibt's doch einfach nicht. Willst du mich verarschen? Und dadurch schießt Arsenal fast das Tor, weil der Wichskrüppel mich fault und der Schiri nichts sieht. Komm, rausrücken, los. Torwart bleibt im Tor, den musst du dir erlaufen. Oh, wo bleibt mein Mitspieler? Ja, da hinten. Super, Isco mal wieder. Wer auch sonst? Nasri? Oh, schade. Ja, wo ist denn da der Verteidiger? Schlaft ihr alle, ey? Meine Fresse. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Spiel gerade. Überhaupt nicht. Das ist nichts mehr von dem Glanz, den wir in der ersten Halbzeit hatten. Kedira. Mitten auf den Mann, ey! Das ist ein Spiel zum Abgewöhnen gerade. Seid froh, dass wir so weit führen, ey. Das ist nämlich grausam, was wir hier zusammen kicken. Suarez wird gefoult, aber macht trotzdem noch das Tor. Also es ist schon ein mega Spieler, der Suarez, kann man nicht anders sagen. Auch wenn er total krank im Kopf ist, aber Suarez ist ein mega Kicker. Super Aktion von Sakko. Nochmal gut gerettet von Sakko. Pedro, er läuft sich den Ball auf Suarez. Suarez ist vorbei an Nacho Monreal. Suarez. Immer noch Suarez. Macht den Hattrick im ersten Spiel perfekt. Unfassbar, der Kerl. Unfassbar, der Suarez. Boah, 6-1. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Freunde. 6-1. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Die Torschützen Reus 1, Pedro 2, Suarez 3. Alle drei frisch offensiv gekauften Spieler treffen. Was willst du mehr? Ja, vielleicht eine bessere zweite Halbzeit, aber ich denke, wer 6-1 gewinnt, das ist ein Jammern auf hohem Niveau. Ich bin zufrieden, ich hoffe ihr auch. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, zeigt mir, dass ihr das mögt. Und ja, ich denke, mit dem 6-1 kann man echt zufrieden sein, unterstreicht schon mal unsere Ambitionen. Und ja, wenn ihr wollt, dass Liverpool Meister wird, Daumen nach oben, gern Kommentar schreiben, wer war für euch Spieler des Spiels, an der Umfrage teilnehmen, vielleicht wird diese Umfrage heißen, wer wird Spieler des Spiels, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Und ja, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, gern könnt ihr das Video mit euren Freunden teilen, würde mich mega freuen und dann sehen wir uns nämlich auch im nächsten Part zum Nachbericht. Bis dann, ciao!